Hallo zusammen und willkommen zurück auf Langophilia. In diesem Video geht es um die hauptsächlichen Unterschiede zwischen Gägisch und Toskisch. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was heißt überhaupt Toskisch und Gägisch? Toskisch und Gägisch, das sind die zwei Hauptdialekte der albanischen Sprache. In Südalbanien und in Teilen Griechenlands und Süditaliens zum Beispiel, da wird Toskisch gesprochen, toskische Dialekte. Und in Nordalbanien, im Kosovo, in Nordmazedonien und in Teilen Südserbiens und Südmontenegros, da wird Gägisch gesprochen, also gägische Dialekte. Ich versuche ungefähr einmal pro Woche ein Video zum gägischen Dialekt des Kosovos rauszubringen. Also wenn ihr Gägisch lernt oder einfach an der kosovarischen Kultur oder Sprache interessiert seid, dann könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Es werden auf jeden Fall mehr Videos in Zukunft folgen. Es freut mich sehr, wenn ihr dieses Video auch liked oder etwas kommentiert. Ich freue mich immer, mit euch zu sprechen. Und ja, jetzt geht es aber um die Dialekte, um Toskisch und Gägisch und um deren Unterschiede. Ich möchte bei den Lauten anfangen. Im Gägischen hat man das N. Das N ist in manchen Worten noch ein N geblieben, während im Toskischen wurde es zu einem R-Laut, zu einem R. Das nennt man Rotazismus in der Linguistik. Rotazismus gibt es auch in vielen anderen Sprachen, wo sich halt ein Laut, sei es ein N oder ein L zu einem R entwickelt. Nehmen wir zum Beispiel das Wort für Schlange. Das Tier, die Schlange, da sagt man auf Hochalbanisch, also auf Toskisch, Djarpër. Djarpër mit einem R am Ende. Ich werde die Wörter hier einblenden, damit ihr das sehen könnt. Also am Ende ist ein R. Und auf Gägisch sagt man Djarpën. Djarpën mit N am Ende. Und das ist die ältere Form, das heißt, diese N-Form ist beibehalten worden und im Toskischen auf Hochalbanisch hat sich das zu einem R entwickelt. Das sieht man auch in vielen anderen Wörtern, zum Beispiel das Wort für Auge, das heißt mit bestimmten Artikel Syni auf Gägisch, also mit N in der Mitte, Syni, aber auf Toskisch, auf Standardalbanisch heißt es Syri mit R. Ein anderes Beispiel wäre das Wort für Staub. Da sagt man auf Gägisch im Kosovo Pluhun, Pluhun mit N am Ende, aber auf Toskisch, also auf Standardalbanisch, heißt es Pluhur mit R am Ende. Wenn wir bei den Lauten bleiben wollen, können wir über die Vokale sprechen, das heißt A, E, O, U, die Vokale halt. Da gibt es im Toskischen eigentlich keine Nasalvokale, im Gägischen aber schon. Das heißt, Nasalvokale, die werden etwas ja, nasaler ausgesprochen. Das kennt man auch aus dem Französischen, aus dem Polnischen oder aus dem Portugiesischen. Im Gägischen, im Kosovo gibt es die auch noch. Natürlich verwendet sie nicht jeder Sprecher oder Sprecherin, aber man hört sie noch. Also sie sind schon gewöhnlich. Und da gibt es zum Beispiel Wörter wie, ich erinnere mich an das Wort für wo, ku, ku. Das wird mit einem deutlich nasalen u ausgesprochen, u. Und das ist, glaube ich, im Standardalbanischen nicht der Fall. Da sagt man dann Q, Q mit einem normalen U. Und das gibt es auch in anderen Wörtern, bei anderen Vokalen. Zum Beispiel, wenn man Mond sagt, dann ist es Horna, Horna, O. Da ist es ein Vokal, der ist sehr weit hinten, fast schon ein O. Horna, Horna. Das ist auch nasal. Dann gibt es andere Stellen, wie zum Beispiel das I in dem Wort für Horn, Bri. Bri, das ist auch nasal. Oder das Ü in Syni, Syni, das habe ich auch nasal gehört. Ich denke, das spricht nicht jeder nasal aus, aber das habe ich schon oft so gehört. Oder auch das Wort für Spucken, Mpstü, Mpstü. Das Ü da drin ist auch nasal. Ja, ich finde es sehr besonders, weil diese nasalen Vokale sind auch eigentlich älter, also ich kann mir vorstellen, dass sie im Gägischen erhalten geblieben sind, während sie im Toskischen verloren gegangen sind. Dann verlassen wir mal die Laute und widmen wir uns der Morphologie und Syntax, das heißt, wie Worte und Sätze funktionieren. Ein wichtiges Feature des Gägischen ist, dass es Infinitive gibt, so wie im Deutschen, im Englischen, im Italienischen, Spanischen. Da gibt es überall Infinitive, aber auf Standardalbanisch, im Toskischen, da gibt es keine Infinitive. Also wenn wir zum Beispiel sagen wollen, ich möchte sagen, sagen ist der Infinitiv, da würden wir auf Gägisch sagen, du, methon. Du, ich möchte, methon, sagen. Das heißt, der Infinitiv im Gägischen
bildet sich aus zwei Wörtern. Nicht wie im Deutschen nur ein Wort, sondern zwei Wörter, so wie im Englischen to say. Im Griechischen hat man me, das heißt mit, und thon. Thon ist das Vergangenheitspartizip von sagen, also es heißt wortwörtlich gesagt, mitgesagt. Das ist der Infinitiv und es heißt zusammen sagen. Methon, sagen. Auf Toskisch würde man dann sagen, dua tethem. Tethem ist eine Subjunktivkonstruktion und das ist kein Infinitiv, deswegen ist das auf jeden Fall sehr anders. Ich finde es jedenfalls cool, dass es im Griechischen Infinitive gibt. Ich finde, das macht einiges sehr viel leichter, weil wenn wir zum Beispiel sagen wollen, du möchtest sagen, ti do tethuas. Do tethuas. Das heißt, es ist nicht mehr tethem, sondern tethuas. Die Form ändert sich direkt. Aber auf Griechisch ist es einfacher. Man kann einfach sagen, ti don methon. Methon ist wieder der Infinitiv, du möchtest sagen. Das heißt, die Wortstellung ist eigentlich genauso wie im Deutschen. Du möchtest ti don sagen methon. Ti don methon. Und das ist ziemlich einfach. Man kann einfach den Infinitiv immer verwenden. Das ist auf jeden Fall einfacher als diese Subjunktivkonstruktion tethem, tethuas und so weiter. Das ändert sich je nach Person. Das ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Eine andere sehr wichtige Unterscheidung ist, dass es im Griechischen eine andere Futurform gibt. Also wenn man über die Zukunft spricht, ist es ganz anders als auf Hochalbanisch. Auf Hochalbanisch benutzt man das Verb für wollen, do, und da sagt man dann zum Beispiel do tethem. Das wäre dann, ich werde sagen. Ich will sagen ist duatethem. Ich werde sagen, die Zukunft ist dotethem. Dotethem, da hat man wieder diese Subjunktivkonstruktion tethem und eben do, was diese, ja, die Zukunft signalisiert. Im Griechischen wiederum benutzt man das Verb für haben. Das heißt, man hat kam, methon. Kam, ich habe, methon, sagen. Aber ja, so bildet man die Zukunft auf Griechisch auch nicht nur im Kosovo, auch in Nordalbanien. In anderen griechischen Dialekten ist es auch so, also kame shku, ich werde gehen, kame hunger, ich werde essen, kame pi, ich werde trinken. So verwendet man die Zukunftsform. Also einfach mit kam, mit dem Verb für haben, kam, ki, ka, kena, etc. und dem Infinitiv, kena meshku, wir werden gehen. Ich finde es eigentlich ziemlich einfach. Viele andere Unterschiede bemerkt man natürlich bei den Wörtern. Also im Kosovo benutzt man teilweise ganz andere Wörter, als man sie vielleicht in Südalbanien benutzen würde oder allgemein auf Standardalbanisch. Zum Beispiel das Wort für Auto. Im Kosovo sagt man da ker und auf Standardalbanisch würde man makin sagen oder auch vetur. Ein anderes Wort wäre zum Beispiel Sand. Da sagt man im Kosovo auf, ja, Griechisch, da sagt man bei uns sal, sal. Auf Standardalbanisch würde man röre sagen, röre. Oder ja, manche andere griechische Dialekte sagen da auch ron, ron. Aber ja, im Kosovo ist es ein ganz anderes Wort, da sagen wir eigentlich sal. Ein anderer Unterschied ist bei dem Wort 40, das fällt mir spontan ein. Das heißt eigentlich auf Standardalbanisch dyzet, dyzet. 20 ist nizet, beziehungsweise njerzet. Und 40 ist dann dyzet, also njerzet, dyzet. Da gibt es diese Herleitung, aber im Kosovo, im Griechischen, sagt man auch da katerdet. Katerdet, also wie 30 heißt 30 und 3det, 3, 10. Und 40 ist dann katerdet. Katerdet, also 4, 10. Und ja, das hört man auch im Griechischen, im Kosovo, aber es ist eben nicht die Standardsprache. Es gibt natürlich noch viele andere Unterschiede, zum Beispiel für Bein und Fuß sagt man Korma anstatt Körmba. Oder für Zunge sagt man Guha anstatt Juha. Das waren auf jeden Fall die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Griechischen und dem Toskischen. Das heißt Griechisch, was in Nordalbanien und im Kosovo gesprochen wird, und Toskisch, was hauptsächlich in Südalbanien gesprochen wird. Wenn ihr andere Unterschiede kennt oder Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden. Es freut mich immer, mehr Leute zu erreichen. Und abonniert den Kanal für mehr Videos in der Zukunft. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Vielen Dank für eure Hilfe, für euren Support. Vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Lango Filia.